can't read Latin. Ich kann kein Latein, ne? Super. So, wo ist hier Freund Schnürschuh? Unser Polizist, der ist schon wieder weg, ne? Der will sich ja nicht schmutzig machen, der gehört bestimmt dazu. Das ist auch so ein Ding, ne? Die. Da hinten sind die okkulten Typen, die mir gerade eins übergebraten haben. Und ich soll jetzt hier die Höhle durchsuchen, anstatt abzuhauen. Oder mich zur Wehr zu setzen, oder? Hauptsache, ich schieße nicht wie in meinem Traum auf den Typen. Das ist ja schon schief gegangen. You who sleeps, accept this dreamer under your immortal wing. Ja, Cthulhu Nithsiha Fetag. So, da geht's nach oben. Grant him your flesh. So, ich mach mal. Was ist denn das? Ach so, ne Öl. Ich gehe da mal hin und vermute mal, dass das nicht gut ist für den Ausgang des Spiels. Aber okay. Mach das trotzdem mal. Ja, wusste ich's doch. Letzter Speicherpunkt. Ja, habe ich es nicht gesagt? Habe ich es nicht gesagt? Das kann nicht gut sein. Dass die mich hier erkennen, erkunden, wie auch immer. So. So, mal gucken. Ist auch nichts. Gehen wir mal die Treppe hoch. Locked. Tür ist verschlossen. So. Muss aufpassen, ich darf nicht zu nah ran. Kann ich mich denn irgendwie gucken, wie weit ich ran kann, ohne dass die mich sehen? Ich sehe dich nicht, ich sehe dich nicht. I feel him. You are gifted indeed. Bring me more Satan. Let him pass through every part of you. All you who sleep. It looks like a kind of deep coma. For your return into the kingdom. What could this ritual have done to them? We are ready for the ceremonies. He's here! Ah. Okay. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich da nicht lang muss. Lang darf. Ich hasse das ja. Oh Mann. Jetzt weiß ich auf jeden Fall. Bring me more sacred. You are gifted indeed. Not another word. Hier kann ich hin. Let him pass through every part of you. Dead? This ritual killed him. Where's the sense in that? We pray for your return into the kingdom of the earth. What about your protégé? So, hier muss ich jetzt weg. Hier ist nix. Da sind wieder die Brüder. Ist auch geil, die machen da ein Ritual. Überall ist hier Blut, überall sind hier komische Gedärme. Und ich soll die Höhle erkunden. Ganz toll.
Kann ich denn hier ins Wasser gehen? Wie geht? Sieht ja am Hellen noch schlimmer aus. Nein, fick. So. Ach, das ist ja wirklich der Anfang hier aus meinem Traum. So, kann ich hier vielleicht, in meinem Traum konnte ich ja nicht mit dem Boot abhauen, ne? Sieht's hier aus? Nee, geht auch nicht. Okay, da bin ich ja durchgekrabbelt. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen im Zwiespalt. Da hinten ist eine Gittertür. Dürft mich auf jeden Fall nicht sehen. Wenn ich jetzt hier rechts rumgehe, dann sehen sie mich. Wird gerade einer geopfert. So. Jetzt war ja Folgendes. Ich bin ja vorhin hier schon mal links um diesen Tempel gegangen. Und zwar hier rum. So, da ist doch gleich ein Typ, oder? Der mich sieht. Oder ist der jetzt weg? Ne, der scheint jetzt hier weg zu sein. Ah, bin ich nochmal rausgekommen, ja? Oh Gott, das ist ja... Das ist ja göttlich. Bradley, what are you doing here? I saw two odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. What in the world is this? An intruder! Oh, shit! Uh-oh. Ich hoffe, dass jetzt der Bullemann nützlich ist. Police! Don't move! Okay, anders als in... Bradley, get back! Get back! Anders als in unserem Traum. Hau ab hier, Mensch. Wahnsinn, in unserem Traum sind wir gestorben, jetzt stirbt der Bulle.
mal wieder übertrieben mit denen rauslaufen. Oh nee. My leg. Das gehört ja dazu, dann bin ich ja beruhigt. Ich dachte schon, es geht hier ab. Los, krabbel da raus. Vielleicht kann uns dann einer helfen. Keine Medizin, die wir nehmen können. Aber auch bescheuert, dass die Höhle einstürzt. Ich meine, die wollen auch noch ihre Rituale da abhalten. Light! At last! Ja. Oh nein. Ja, aber ich glaube, das gehörte dazu, oder? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, muss ich ehrlich sagen. Heftig, was geht da ab? Ich hätte ja gar keine andere Wahl, ich musste da ja lang. Und dann kam dieser Felsbrocken und er sagt nur Licht. Ich hoffe ja, dass da einer reinkrabbelt und ihn wieder rausholt. Muss ja irgendwie weitergehen. Mann. Mensch, NVMe-SSD und die Ladezeiten. Los, beweg dich schneller. Ja, so ist fein. Und. Ja, fast noch ein Stück. Oh, diese Ladezeiten. Jawohl. Ah, es geht weiter. Ins Hospital. Ins Krankenhaus. Oh, Alter. Wie sieht er denn aus? Okay. He's having a seizure. He will survive. A strong subject. There, he's opening his eyes. Gott. Alter, er hat hier schon wieder Dinge gesehen. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. What did you do to me? Undo these straps. Whoa, go easy, my friend. You were dead. He killed you. Ah, die denken, der ist bekloppt, ja? Verrückt geworden. He was dead. Me too, we were dead. What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No! Boah, die pumpen den ja mit einer Scheiße voll. Okay, die glauben ihnen wahrscheinlich die Geschichte nicht, kann ich auch verstehen. Wenn da einer so halb kaputt aus der Höhle kommt und sagt, mich haben da irgendwelche Untoten angegriffen, da wäre ich aber auch skeptisch. So. Aber wir machen hier jetzt hier erstmal Schluss. Where am I?